Moin, moin. Ja, dumme Frauen, kluge Männer. IQ ist nichts. Der entscheidet dabei nicht. Wie ich darauf komme, naja, das schrie ja jetzt gerade etwas durch die Medien, was da so eine Verteidigungsministerin gerade angestellt hat. Aber zum Thema Minister. Minister heißt eigentlich, kommt aus dem Lateinischen, ministrare, dienen und bedeutet Diener. Leute, zuhören, nicht gleich in die Tasten hauen, ja. Der Begriff Minister heißt also, Ministrant, ne, kennen wir auch, Diener. Er soll uns dienen, uns, dem Volk. Gleich eine andere Ministerin vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Frauenberufe, Männerberufe, Zukunftsberufe, weg mit den Vorurteilen. Ein Vorurteil ist also eine Einschätzung, die, bevor man die Fakten kennt, getroffen wurde. Naja, dann gucken wir uns mal an, wer hier was sagt. Oh, Dr. Franziska Giffey. Na gut. Sie sagt unter anderem, Männer sind in technischen Berufen in der Überzahl. Frauen sind dafür in den sozialen Berufen stark vertreten, etwa in der Pflege oder in der Kindererziehung. In der Kindertagespflege arbeiten rund 95% Frauen. Und jetzt sagt diese Frau Giffey, ich bin überzeugt, überzeugt. Da muss es allerdings auch schon viele Zeugen geben, die sie überzeugt haben müssten. Ja, wer sollte das schon sein? Woher soll es denn kommen? Sie sagt selber, und das kommt nun mal aus der Geschichte, Männer sind in technischen Berufen in der Überzahl. Ja, na klar, ist ja auch logisch. Wir sind nun mal anders als die anderen Frauen. Das ist doch auch nicht schlimm. Und Frauen können viele Dinge viel besser, die wir gar nicht können. Zum Beispiel bin ich nicht überzeugt, aber ich bin der Meinung, dass Frauen zum Beispiel sehr gute Kriminalisten abgeben. Frauen sind nämlich da viel feinfühliger und viel, viel genauer, was irgendwelche Dinge angeht. Jetzt könnte man sagen, ja, Frauen tratschen mehr. Ja klar, mein Gott, es ist doch kein Problem, dass es Männer und Frauen gibt. Im Gegenteil, das ist schön und das ist richtig so. Naja gut, so. Also, nochmal, Männer sind in technischen Berufen in der Überzahl. Technik ist zum Beispiel auch Autofahren. Jetzt könnte wieder jemand sagen, ja, die Frauen können nicht einparken. Ja, können sie vielleicht auch nicht so gut. Na und, können sie es eben nicht. Ist doch nicht so schlimm. Die Frauen dürfen aber nicht, finde ich, dann so tun, als wenn sie den Männern in Technik ebenbürtig werden. Aber das tun sie ja mittlerweile. Also, nochmal zur Giffey. Ich bin überzeugt, im 21. Jahrhundert ist diese Aufteilung der Geschlechter nicht mehr zeitgemäß. Aha. Frauen und Mädchen können alles. Ob Ärztin, Bürgermeisterin, Ingenieurin. Oh, Engineer. Das kommt von Engine, von Motoren, von, ne? Also, Ingenieurin oder Metallarbeiterin. Ach so. Aha. Und Männer können auch alles. Programmierer ebenso wie Pfleger. Ich muss mal Pause machen. Es geht heute schon den ganzen Tag so. Ja, weiter. Also, nochmal zurück. Männer können auch alles. Ach so. Ach, die können auch. Frauen können auf jeden Fall alles. Aha. Nichts gegen Ärztin. Nichts gegen Bürgermeisterin. Aber bei Ingenieurin oder Metallarbeiterin, wer wirklich Metaller ist, der weiß, dass das da auch manchmal ziemlich rau zugehen muss. Und Frauen sind nun mal physiologisch, also vom Körper her, gar nicht dafür geeignet, solche schweren Arbeiten auch auszuführen. Ne? Also, ja, an der Bohrmaschine stehen, das kann jeder. Aber es geht manchmal auch, gerade bei Metallarbeitern, da gibt es schon einige Kilos, die man erheben muss. Insofern, naja, warum sind denn Männer und Frauen unterschiedlich angelegt? Naja, die einen kriegen die Kinder und die anderen beschützen die Familie. So war es früher und so wird es wahrscheinlich nicht mehr ganz so sein. Kochen ist ja, es gibt einen Koch, es gibt auch eine Köchin, ja klar. Aber heutzutage ist ja jeder Mann schon grundsätzlich Meisterkoch und so weiter und so fort. Also wir können uns da richtig drüber auslassen. Nochmal zum Thema Minister. Ja, hier, ne? Kritik an Lambrecht, Luftwaffe nicht mit Lufthansa verwechseln, ja, und so weiter und so fort. Kann denn, wenn ich jetzt rein von der Historie ausgehe, kann denn eine Verteidigungsministerin, die eigentlich Rechtsanwältin ist,
ihr Amt wirklich so ausüben, dass sie, ja, hat sie dann schon mal an der Waffe gestanden? Hat sie dann schon mal sich selbst verteidigt wenigstens? Auch mal einen kurzen Handkantenschlag geführt oder sich geprügelt? Das machen Frauen nicht. Das ist doch auch richtig. Das muss doch nicht sein. Oder hier gibt es noch so eine Ministerin, wobei die ist wenigstens Ärztin gewesen und war dann vorher im sozialen Ministeramt. Okay, jetzt, wie gesagt, ich will jetzt auch keine solchen Sachen wie, ja, die ist doch sowieso zu doof oder also kein Rumgemecker, ne? Sondern lasst uns einfach über das Thema Frauen und Männer diskutieren, ob das alles so funktioniert. Nochmal, dumme Frauen, das ist Quatsch. Kluge Männer. Ist auch Quatsch. Wir wissen von genug Idioten, ne? Das ist gar kein Problem. Dumme Frauen, was Technik angeht, sind die nicht so begabt, die interessieren sich halt nicht so für Technik. Deswegen sind sie ja nicht dumm. Dumm ist ja bildungsunfähig. Die sind auch nicht blöd. Blöd hieß ja abgestumpft. Nein, Frauen haben scharfe Sinne. Wunderbar. Einwandfrei. Die haben wir Männer gar nicht mal so. Und deswegen sagte ich auch, wahrscheinlich wären Kriminalistinnen besser als Kriminalisten. Aber okay, gut, solche Sachen. Darum geht's. Bin mal gespannt, was ihr in den Kommentaren so aufschreibt. Aber unterm Strich, ganz egal. Ach ja, noch eine kleine Einfügung, bevor ich das hier wieder sage. Ich hatte ja als Mathe- und Physiklehrerin, Physiklehrer, ja, Lehrerin, ne? Hatte ich ja wirklich die Erfahrung machen können, dass Mädchen genauso wissbegierig sind wie Jungs. Auch auf technischem Gebiet. Auch in Physik. Und wie begeistert die waren. Natürlich kommt es ein bisschen auf den Lehrer an, ist klar. Aber Mädchen oder Frauen, sagen wir, das weibliche Geschlecht ist deswegen nicht technisch doof. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Lässt man sie dann aber nach der Schule wieder so oder beobachtete man die Schülerinnen nach der Schule, dann merkt man, sie sind eben Frauen vom Grundsatz her. Sie interessieren sich doch vorrangig für andere Dinge. Also das ist nun mal so. Wir können es nicht ändern. Aber sie sind auf keinen Fall zu dumm für Technik. Bloß, es ist nicht ihre Interessenlage im Vorrangigen. So, trotz alledem, und jetzt komme ich wieder dazu, es bringt uns nichts weiter, wenn wir hier nur rummeckern. Aber wir müssen was tun, und zwar wieder das Thema Bildung. Wir müssen was für die Bildung tun, denn ja, wenn ich jemanden bilde, dann hat er Wissen. Und wenn er Wissen hat, kann er dieses Wissen kombinieren. Und Wissen zu kombinieren, das ist das Denken, ne? Naja, also Leute, macht was, aber macht's gut und denkt dran, es gibt Unterschiede. Aber das heißt nicht, dass die einen dumm oder die anderen nicht dumm sind oder sonst was. Also, alle guten Wünsche, bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, tschüss.